Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In der Stunde der größten Not erkennt man seine wahren Freunde. Als Italien in größter Not war, Ende Februar, Anfang März, Sie kennen alle die Bilder, hat die italienische Regierung bei der EU den sogenannten Zivilschutzmechanismus aktiviert. Das kann jeder Staat aktivieren, dann übernimmt die EU-Kommission 3/4 der Transportkosten und die anderen Staaten werden aufgefordert zu helfen. Kein einziger Staat hat damals geholfen, auch Deutschland nicht. Wir finden das beschämend, wir finden das skandalös und das muss sich ändern. Ich erzähle das, damit man auch versteht, warum die Stimmung in Italien so ist, wie sie ist. Mein Kollege Fabio De Masi hat eben erwähnt, 63 Mal hat die EU-Kommission Italien und andere Länder aufgefordert, im Gesundheitssystem zu kürzen, im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, beziehungsweise Teile des Gesundheitssystems zu privatisieren. Das war ein fataler Irrweg und deutet auch auf Konstruktionsfehler in diesem Wachstumspakt hin. Nach jüngsten Umfragen sagen die italienische Bevölkerung, sagen 52% befragt, was ist unser befreundeter Staat? 52% sagen an erster Stelle China. Das hat zu tun damit, dass China, übrigens auch Russland und Kuba, in dieser akuten Situation tatsächlich geholfen haben. Und gefragt, welcher Staat am feindlichsten ist, Nemici, Paesi Nemici, sagen 45% an erster Stelle Deutschland. Ich finde das nicht gut. Ich erwähne das nur, weil das natürlich die Rahmenbedingungen sind vor dem heutigen EU-Gipfel. Wir finden es notwendig, dass in dieser außergewöhnlichen Situation, in der wir sind, und in der außergewöhnlichen Krise, in der natürlich wir auch, aber auch insbesondere Italien, auch Spanien und andere Länder sind, dass auch außergewöhnliche Maßnahmen, Finanzierungsmaßnahmen zum Wiederaufbau auf den Weg gebracht werden. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Weil, Dr. Weil? Bitte. Danke, Herr Kollege Hunko. Ihr Antrag ist in Teilbereichen noch einer der seriöseren der beiden. Und wenn Sie PESCO kritisieren, so tun wir das auch. Und Graf Lambsdorff hat vergessen, dass er einen Europäischen Sicherheitsrat fordert, noch obendrauf dabei und Notstand und sonst was. Und von den grünen Forderungen ganz zu reden. Also gerade der Bereich, wo man wirklich Butter bei die Fische tun kann, was ist der Vermögensstand, was ist das Steueraufkommen. Wenn man in Italien 10 Millionen erbt, zahlt man 360.000 Euro Steuern. Wenn man das in Deutschland tut, zahlt man 2¼ Millionen Steuern. Und bei den Italienern ist es eben auch so, dass auch entfernte Verwandte oder Unverwandte höchstens auf einen doppelten Satz kommen, also dann 720 Milliarden. Der italienische Staat hat fast Staat und Private, 1 Billion, genau 9.900 Milliarden Staatsvermögen. Und vor diesem Hintergrund, da ist das 5,5-fache vom Bruttoinlandsprodukt. In Deutschland ist diese Zahl Vermögen, Bruttoinlandsprodukt bei 3,8, weit hinter Italien, sogar hinter Spanien und so weiter. Wie können wir es denn sicherstellen, dass nicht nur der deutsche Superreiche, sondern der deutsche Normalverbraucher entlastet wird und die anderen Staaten, Italien, aber auch Griechenland etc. endlich auf dem Level besteuern, wie hier der Mittelstand mit seinem Mittelstandsbauch besteuert wird? Dankeschön. Herr Hunko. Erstmal gibt es drei Anträge, einen der Grünen, deswegen ist der Punkt aufgesetzt, einen der FDP und einen der Linken. Sie können ja auch vielleicht noch einen Antrag dazu erarbeiten. Zweitens, wir haben explizit auch in unseren Antrag gestellt, ich wäre jetzt drauf gekommen, dass wir eine EU-weit koordinierte Besteuerung eben auch der Superreichen und der Milliardäre brauchen. Das ist unterschiedlich in den einzelnen Ländern, in Deutschland etwa durch eine Vermögensabgabe, aber natürlich braucht es auch die Solidarität der italienischen oder spanischen Superreichen, wie auch hier in Deutschland. Das ist Teil des Programms. 101 Ökonomen haben in Italien, überwiegend italienische Ökonomen, auch andere, einen Appell gemacht vor einer Woche.
und fordern unter anderem auch, dass die EZB, die Europäische Zentralbank, die Möglichkeit haben soll, durch Direktinvestitionen in einer außergewöhnlichen Situation zu intervenieren. Dazu müsste der Artikel 123 angepasst werden. Wir denken, wir haben eine solche außergewöhnliche Situation. Und natürlich brauchen wir gemeinsame Finanzierungsmodelle, etwa durch Anleihen über die EIB, über die Europäische Investitionsbank, die dann von der EZB aufgekauft werden. Wir haben konkrete Vorschläge in unserem Antrag. Ich freue mich auf die Debatte in den Ausschüssen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, André Pumpo. Nächster Redner. Wir warten wieder ein bisschen. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. André Berghegger.